Wie blöd ist der denn bitte, dass er sein Tagebuch einfach auf dem Tisch liegen lässt? Wo ist mein Tagebuch? Wo ist mein Tagebuch? Also Jason, ich habe dein Tagebuch genommen. Hey Leute, ich bin's, Jason, hier von der Royal High. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe heute mal einen freien Nachmittag und den wollte ich mit euch gemeinsam verbringen. Aber natürlich nicht hier an der Schule in Royal High, weil wir kennen die Royal High. Aber ich würde ganz gerne alles in der Umgebung so ein bisschen kennenlernen. Und ich wollte eigentlich Claire fragen oder andere Leute, aber ich habe irgendwie noch keine wirklichen Freunde hier gefunden. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich wollte heute ein bisschen in den Park und da wollte ich euch gerne mitnehmen. Und ich habe gehört, dass der richtig schön sein soll. So richtig schön. Und das wollte ich mir mal anschauen und wow, guckt euch das mal an, wunderschön, die Farben, es gibt einen Fluss, es sieht wirklich toll aus und dieser Brunnen, einfach nur magisch, sage ich euch. Ostereier gibt es anscheinend auch, aber es ist doch gar nicht Ostern. Hey Osterhase, es sieht richtig cool aus, sage ich euch, guckt euch das mal bitte an, dieser Brunnen, wunderschön und ich kann hier auch schwimmen und wow, es ist einfach nur magisch, sage ich euch. Dieser Ort ist einfach nur magisch. So magisch wie die Royal High, aber ich finde es hier richtig schön. Ich wünschte, ich könnte das hier mit Freunden teilen, aber an der Royal High ist es echt schwer, Freunde zu finden. Wirklich richtig schwer. Und vielleicht fliege ich mal und ich gucke mal, was hier so los ist. Es ist wirklich ein riesiger Wald, sage ich euch. Sind das Kirschblüten? Wahrscheinlich. Wir haben Karotten und da hinten sehe ich die Stadt. Da sollten wir definitiv auch mal hin. Oh, dieser Park ist wunderschön. Wo könnten wir uns denn noch hin teleportieren? Vielleicht zum Strand? Es gibt ein Beachhaus? Okay, direkt mal hin. Da bin ich mal richtig gespannt, was es in diesem Strandhaus alles so gibt. Oh, sieht das cool aus. Schön, richtig schön, sage ich euch. Und die Wellen und der Pool. Oh, der Sonnenuntergang ist hier. Und der Strand. Guckt euch diesen Strand einfach mal nur an. Es ist wunderschön. Hallo, Lisa. Es ist wunderschön. Leute, ich bleibe erstmal ein paar Minuten hier und entspanne mich. Bis gleich. Hey, Leute. Hier ist Claire. Ich habe wirklich endlich Jasons Zimmer gefunden. Und ich glaube, da sollten wir jetzt unbedingt mal reingehen. Ich habe ja einen Universalschlüssel. Das heißt, ich komme überall rein. Und vielleicht finden wir da ja irgendwas Geheimes. Okay. Wow, das ist ja das langweiligste Zimmer, das ich... Oh mein Gott. Ist das... Wie blöd ist der denn bitte, dass er sein Tagebuch einfach auf dem Tisch liegen lässt? Ah, der weiß doch überhaupt gar nicht, wie das hier läuft an der Royal High. Ich glaube, das nehme ich mir direkt mit. Was ist denn hier in der Schublade? Oh, das ist eine Sparbüchse. Oh ja, die wirst du vielleicht ein ganz kleines bisschen vermissen, Jason. Hm? Okay, jetzt muss ich schnell hier weg. Ich glaube, ich gehe zu dem Schultanz. Oh. Leute, ich sag euch, dieses Strandhaus ist wunderschön, wirklich wunderschön. Es ist richtig schön hier an der Royal High. Ich habe das alles noch gar nicht gesehen und ich würde am liebsten noch wohin. Wo sollen wir denn noch hin, Leute? Vielleicht in die Stadt? Das machen wir mal. Wir fahren jetzt noch in die Stadt und dann gucken wir, was an der Schule noch so abgeht. Okay? Bin jetzt echt gespannt, was... Oh, guckt euch diese Stadt mal an! Sie ist, ihr wisst es, magisch, Leute, wirklich magisch! Ein Ausflug in die Stadt kann ich jedem empfehlen, wirklich jedem. Hallo Mia, ist das schön. Da hinten ist der Park, da waren wir ja auch schon. Eine Boutique! Eine Boutique! Es ist wunderschön. Aber alleine macht es irgendwie nicht so viel Spaß. Vielleicht frage ich doch mal Claire. Ich mache mich mal auf den Weg zur Schule. Ich wollte auch kurz noch in mein Zimmer und mich ausruhen. Weil es war doch ziemlich anstrengend nicht, aber wir waren ja ziemlich lange unterwegs. Zum Tanz möchte ich jetzt nicht unbedingt. So. Ja, hi. Ja, ich wollte nur mal hi sagen. Ja. Oh, du sag mal, Kate Vanessa, wollt ihr denn vielleicht mal kurz bei mir vorbeikommen? Ich habe was super, super Lustiges. Mein Gott, ihr kennt doch diesen neuen Jason, oder? Ja, der... Also, eventuell bin ich
durch einen ganz dummen Zufall an sein Tagebuch gekommen. Und das ist ja so peinlich, was er da alles reinschreibt. Das könnt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen. Es war ein richtig schöner Tag. Am liebsten würde ich das eigentlich noch in mein Tagebuch schreiben. Und zwar, das ist nicht mein Tagebuch. Wo ist mein Tagebuch? Habe ich das vielleicht... Nein. Habe ich das in mein Schließfach getan? Das kann doch gar nicht sein, oder? Ich schaue einfach mal, okay? Ich mache mir aber ein bisschen Sorgen, weil normalerweise lasse ich das immer bei mir im Zimmer. Das ist jetzt echt komisch. Okay, ich sollte mich beeilen. Oh, ich habe ein bisschen Angst, ich bin ein bisschen nervös. Okay. Oh nein, wo ist denn... Das kann doch nicht sein. Wo ist mein Tagebuch? Wo ist mein Tagebuch? Ich schaue noch mal in meinem Zimmer. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Habe ich es irgendwo verloren? Aber das kann doch nicht sein. Ich würde das doch nirgendwo liegen lassen. Ich bin gerade richtig nervös, sage ich euch, Leute. Wo ist es denn? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das kann doch nicht sein. Leute, ich glaube, ich habe mein Tagebuch verloren. Och Mann, wo könnte es denn sein? Habe ich es letztens vielleicht bei Englisch liegen lassen? Nein, das kann doch gar nicht wahr sein. Bei Englisch habe ich es nicht liegen lassen. Vielleicht hier bei Kunst? Ich sehe das Buch nicht. Ich frage mal im Sekretariat nach. Hallo? Jason hier. Ich wollte nur fragen, ob mein Tagebuch vielleicht hier abgegeben wurde. Nein? Okay. Falls sich jemand meldet, bitte an mich weitergeben. Ich meine, okay, ich verstehe mich mit Claire nicht gut, aber vielleicht weiß ja Claire, wo mein Tagebuch ist. Ich muss es wirklich zurückbekommen, weil... Da stehen all meine Geheimnisse und ich möchte nicht, dass das jemand erfährt. Claire? Claire, wo bist du? Hör ich da irgendwen rufen? Claire? Claire? Oh, da ruft mich doch schon wieder dieser... Claire, da bist du ja. Claire, ich bin's, Jason. Hey, Claire, also ich weiß, wir verstehen uns nicht so gut. Ich weiß, wir verstehen uns gar nicht gut, aber ich habe eine andere Sache und zwar... Ich hatte meinen Tag... Warte kurz. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ciao. Claire, bitte. Ich habe mein Tagebuch verloren und ich suche es. Weil da stehen so viele wichtige Sachen. Oh, hast du dein Tagebuch verloren? Ja, hast du es vielleicht gesehen? Nein. Überhaupt nicht. Keine Ahnung, wo dein blödes Tagebuch ist. Aber Mann. Weißt du, es würde mich wirklich brennend interessieren, was du da für langweiliges Zeug reinschreibst. Ciao. Falls sich jemand meldet, bitte, dann kannst du mir mein Tagebuch geben, okay? Oh, Claire, bitte, es geht um mein Tagebuch. Oh, mein Tagebuch. Mann, wo ist es denn? Es ist doch meins. Ist es vielleicht... Es tut mir leider überhaupt gar nicht leid, dass dein Tagebuch weg ist. Och, Mann. Ich leg mich jetzt schlafen. Vielleicht kommt es ja zu mir zurück. Ja? Jason, komm doch mal eben. Wo bist du denn? Ich bin in der Cafeteria. Ja, hast du was erfahren? Nein, aber du sag mal, Könntest du was in Erfahrung bringen? Vielleicht hilft dir das ja. Manchmal stecken die Tagebücher nämlich hier in dem Menürad fest. Was? Hä? Was macht mein Tagebuch hier? Hä? Warum? Haben das alle etwa gelesen oder was? Ist das euer Ernst? Wer war das? Claire, wer war das? Hast du jemanden gesehen? Nein, keine Ahnung, aber irgendwie sind die Seiten wohl kopiert worden und überall auf dem Campus verteilt. Oh mein Gott, kannst du mir vielleicht helfen, die einzusammeln, bitte? Warte kurz. Oh, dafür müsste es mich auch nur im Geringsten interessieren, weißt du? Claire, aber danke, dass du mir Bescheid gegeben hast, finde ich echt nett von dir. Liliana, hast du schon die Tagebuchseiten von diesem Jason gelesen? Das ist ja wirklich herzerreißend. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas, Leute? Ich finde sowas richtig unfair. Unfair, ja doch, du Armer. Ich sag im Sekretariat Bescheid. Hallo, mein Tagebuch wurde gefunden, aber die Seiten wurden kopiert und ich würde drum beten, dass vielleicht... Also, ja, ich würde drum bitten, dass das alles wegkommt. Wie, ich muss mich darum kümmern. Ja gut, ist ja in Ordnung. Ich kümmere mich darum. Jetzt habe ich drum gebeten, dass sowas halt wegkommt, aber nein. Jetzt wissen alle Bescheid. Ja, ich bin verliebt. Ja, danke. Ha, super witzig. Ich finde es zumindest gut, dass mir Claire Bescheid gegeben hat. Und vermisst du deinen Hund? Ja, ich vermisse ihn. Er ist bei mir zu Hause, bei meinen Eltern. Claire, weißt du wirklich nicht, wer mein Tagebuch geklaut hat aus meinem Zimmer?
Bitte, das würde mir echt helfen. Ich meine, ich... Was würde es dir denn helfen? Ja, also, dann wüsste ich ja zumindest, wer es war und würde mit der Person sprechen. Und was würdest du der Person sagen? Ja, dass das nicht in Ordnung ist und dass man das nicht macht. Guck mal, es ist schon 2 Uhr nachts und ich bin immer noch unterwegs. Also, Jason, ich habe dein Tagebuch genommen. Wie bitte, was? Claire, wieso machst du sowas? Wieso tust du sowas? Ja, weil du dein Zimmer nicht abgeschlossen hast, Dummerchen. Ja, und? Ich dachte, wir sind Freunde oder so. Ich weiß, wir haben uns nicht so gut verstanden. Und der Start war nicht so gut, aber trotzdem. Als ob... Hast du mal mich angeguckt und dann hast du mal dich angeguckt, als ob wir befreundet sein könnten. Claire, bitte, warum tust du sowas? Jetzt weiß die ganze Schule Bescheid über meine Geheimnisse. Wieso tust du sowas? Wieso tust du sowas? Ich dachte, wir wären Freunde. Lass mich einfach in Ruhe. Alter, jetzt. Warum mag mich denn keiner? Was habe ich denn getan? Ich war doch immer nett und fair zu Claire. Und sie klaut einfach mein Tagebuch. Ich finde das nicht in Ordnung. Gar nicht in Ordnung. Ich finde das voll unfair. Was willst du? Hey. Was ist? Es tut mir leid. Kannst du bitte kurz die Tür zusperren? Ja, habe ich. Wollte mich bei dir entschuldigen, das war nicht richtig, dein Tagebuch zu... Ja, ich fand das voll unfair. Claire, ich habe nichts gegen dich oder so, aber ich habe das Gefühl, du hast was gegen mich. Ja, ist doch auch egal jetzt. Ich hänge die Seiten wieder ab und keine Ahnung, sagt, es war gelogen oder so. Es tut mir leid, okay? Danke. Ja, ist ja okay, aber das hat mich echt hart getroffen. Und was? Übrigens noch... noch... Hey, woher hast du mein Geld? Das ist meins! Boah, Claire, raus! Claire, gehst du jetzt mal bitte raus? Ja, mach halt die Tür auf, dann kann ich vielleicht auch wieder raus. Raus! Ganz schnell raus mit dir! Weißt du, ich dachte, wir wären Freunde oder so. Oh, wie fies diese Claire einfach ist. Ich muss jetzt schlafen, Leute. Unfassbar, wie fies sie ist. Macht's gut. Tschüss. Ich glaube, das mit dem Geld hätte ich echt nicht machen sollen. Ich glaube, ich hänge erstmal die ganzen Zettel wieder ab. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger.